Rheuma ist ein Sammelbegriff und er steht für verschiedene Krankheitsbilder, über 200 insgesamt. Davon die häufigsten sind sicher die Arthrose, also die Abnutzungen der Gelenke, Rückenschmerzen, die Osteoporose, aber auch Weichteilrheuma oder die Gruppe der entzündlichen Erkrankungen. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen für alle diese Krankheitsbilder. Die häufigsten zum Beispiel für die Arthrose ist die Abnutzung vom Knorpel, der Verschleiß vom Knorpel, der zu Schmerzen führt im Bereich der Gelenke, aber nicht allein im Bereich der Gelenke, sondern auch der darum liegenden Strukturen und der Weichteile, wie zum Beispiel die Muskulatur. Rheuma ist vor allem verbunden mit Schmerzen. Schmerzen, die können entstehen unter Belastung, aber auch in Ruhe oder nachts und häufig mit einer Funktionsbeeinträchtigung der betroffenen Stelle, zum Beispiel das Gelenk, wo sich nicht gut bewegen kann, oder der Rücken. Der Schmerz kann sehr unterschiedlich sein. Er kann akut sein, er kann aber auch chronisch sein, er kann nachts vorhanden sein, er kann aber tagsüber nach einer Belastung vorhanden sein. In der Regel ein Schmerz, der nach Belastung entsteht und spontan wieder zurückbildet, ist ein Schmerz, der eher degenerativer oder nach einer Abnutzung entsteht. Ein nächtlicher Schmerz ist häufig ein Hinweis auf eine entzündliche Erkrankung. Es ist wichtig, wenn man von Rheuma betroffen ist, dass man weiß, warum man Schmerzen hat und warum ein Gelenk oder der Rücken nicht mehr funktioniert. Es gibt zwei Typen von Schmerzen. Diejenigen, die man kennt, die uns nicht fremd sind und die wir schon einmal gehabt haben. In der Regel hier kann man gut mit den üblichen Methoden diese behandeln, die man auch zu Hause hat. Hingegen den Schmerz, den man nicht kennt, der muss abgeklärt werden, damit man auch die richtigen Maßnahmen treffen kann. Diese sind vielfältig, einmal die Prävention, aber auch natürlich zum Beispiel die Physiotherapie, Medikamente oder auch spezielle Medikamente wie zum Beispiel die Basisbehandlung bei entzündlichen Erkrankungen. Akuter Schmerz ist ein nützliches Warnsignal, ganz anders, wenn Schmerzen über Wochen oder Monate andauern, also chronisch werden. Die sitzen dann nicht einfach nur im Gelenk oder in den Knien, im Rücken, sondern erfassen den ganzen Menschen. Das heißt, sie nehmen Einfluss auf die Gefühle, auf die Gedanken, auf das Verhalten des Einzelnen. Grundsätzlich gilt bei chronischem Schmerz, dass er umfassend behandelt werden muss. Das bedeutet, man versucht natürlich die Ursachen zu beseitigen, wenn das möglich ist. Medikamentöse Therapie, Physiotherapie sind sehr wichtig. Es gibt aber auch sehr viele psychologische Methoden, mentale Strategien, die helfen, das Leben mit Rheuma besser und mit Schmerzen besser zu bewältigen. Wichtig für den Betroffenen ist, möglichst bald einen erfahrenen Spezialisten aufzusuchen, der ihn berät und behandelt. Bei Rheuma ist es wichtig, sich trotz Schmerzen weiter zu bewegen. Die Bewegung schmiert die Gelenke und durchblutet die Muskulatur. Zudem bringt die Bewegung Sauerstoff und wichtige Nährstoffe in den Knorpel und somit in die Gelenke. Am besten eignen sich zügige Spaziergänge, Nordic Walking oder Trainingskurse bei der Rheuma-Liga. Ist die Rheuma-Erkrankung eine entzündliche Erkrankung, muss das Training mit dem behandelnden Arzt oder der Physiotherapeutin angepasst werden.